Ich hatte das Glück, das iPhone SE 2020 bereits ein paar Tage vor Marktstart in den Händen halten zu können und vor allem auch testen zu können. Und daher gibt es heute von mir ein erstes Fazit nach ein paar Tagen iPhone SE im Alltag. Sollten euch derartige Videos zu neuen Apple-Produkten interessieren, Unboxing, Kurzzeit-Reviews oder auch Langzeit-Reviews, dann lasst auf jeden Fall gerne kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr. Wir werfen jetzt aber direkt nach dem Intro einmal einen Blick auf das neue iPhone SE 2020 und gehen vor allem auch darauf ein, für wen sich denn dieses Gerät lohnen könnte. Und dabei wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. Das Unboxing des iPhone SE 2020 ist wirklich nicht sonderlich spektakulär. Im Grunde genommen haben wir hier den gleichen Inhalt wie bei fast jedem iPhone auch. Wir haben einmal natürlich das iPhone an sich, in meinem Fall in der roten Product Red Farbe. Dann haben wir natürlich Apple Sticker mit dabei, verschiedene Anleitungen. Wir haben den Netzstecker mit dabei, ein Lightning auf USB-A Kabel. Wir haben natürlich auch Kopfhörer mit dabei. Allerdings hier in diesem Fall natürlich auf Lightning, da wir keinen 3,5 mm Klinkenanschluss mehr verfügbar haben. Ebenfalls nicht allzu spektakulär, muss man ganz ehrlich sagen, ist das Design, denn dieses hat sich eigentlich im Vergleich zum iPhone 8 überhaupt nicht geändert. Und wenn man sich das iPhone 8 anschaut und vergleicht mit einem iPhone 6, dann hat sich da eigentlich auch nicht viel getan. Trotzdem finde ich, gerade von der Rückseite ist es ein wirklich sehr schönes, ästhetisches iPhone. Ich finde die eine Kamera auf der Rückseite sehr schön und die Product Red Farbe gefällt mir persönlich auch sehr gut. Der Apple Apfel ist jetzt wie beim iPhone 11 und iPhone 11 Pro in die Mitte gewandert. Das gefällt mir persönlich auch ganz gut. Also wir haben hier so kleine Designänderungen, die man doch sehen kann im Vergleich zum iPhone 8. Auf der Vorderseite haben wir dann natürlich das 4,7 Zoll Display und eben die relativ dicken Displayränder, die das Design an sich schon ein bisschen alt machen, muss man ganz ehrlich sagen. Ein sehr aktuelles Design ist das auf jeden Fall nicht. Aufgrund des relativ kleinen Displays mit 4,7 Zoll ist das iPhone aber auch ziemlich handlich. Das heißt, ähnlich wie beim damalig ersten iPhone SE wird es sehr viele freuen, die eher so kleine Hände haben und nicht unbedingt so ein großes 6 Zoll Smartphone in den Händen halten möchten, sondern lieber etwas Kompaktes, und das bekommt man mit dem iPhone SE auf jeden Fall. Wo wir gerade schon beim Display sind, dieses ist im Grunde genommen genau das gleiche wie im iPhone 6, 6S, iPhone 7 oder auch iPhone 8. Wir haben hier ein LCD-Panel mit knapp über 300 ppi, also die Auflösung ist auf jeden Fall ausreichend. Sie ist aber durchaus geringer als zum Beispiel beim iPhone 11 Pro, da haben wir auf jeden Fall eine höhere Auflösung. Sie ist vergleichbar mit dem iPhone 11 oder iPhone 10R, also auf jeden Fall ausreichend, aber sie ist nicht besonders scharf. Dadurch, dass das iPhone SE 2020 an das iPhone 8, iPhone 7 und so weiter angelehnt ist, haben wir natürlich kein Face ID, sondern wir haben weiterhin Touch ID, und das ist Touch ID, wie wir es kennen seit dem iPhone 7. Also wir haben keinen richtig drückbaren Home-Button, sondern nur noch so eine Glasscheibe, und wir bekommen dann eben ein Feedback, wenn wir dieses drücken. Touch ID funktioniert aber gewohnt sehr gut. Ist ein bisschen merkwürdig, sich nach langer Zeit Face ID wieder an Touch ID zu gewöhnen, aber es funktioniert genauso, wie es soll, und Leute, die sehr gerne Touch ID nutzen, werden damit auch sehr zufrieden sein. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass wir keinen 3D-Touch verbaut bekommen, sondern wir haben Haptic-Touch. Das heißt, wir können nicht mehr doll drücken auf das Display, um ein Shortcut-Menü zu öffnen, sondern müssen eben länger gedrückt halten, sprich Haptic-Touch, wie es in den neueren iPhones mittlerweile auch der Fall ist. Das fand ich persönlich sehr schön und finde ich an meinem iPhone 10 auch immer noch sehr angenehm. Für viele Smartphone-Nutzer ist die Kamera ein wichtiger Aspekt und diese sollte möglichst gut sein. In diesem Fall haben wir die Kamera des iPhone 8 bzw. iPhone 10 verbaut, was auf jeden Fall keine schlechte Kamera ist, aber im Vergleich zu einem iPhone 11 Pro haben wir hier natürlich absolut nicht mehr High-End verbaut. Das heißt auch, dass einige Features, die Apple theoretisch anbietet, nicht verfügbar sind. Wir haben auf der Rückseite nur eine Linse, das heißt, wir haben keinen zweifachen optischen Zoom, wie es zum Beispiel bei dem iPhone 10 möglich war. Wir haben auch keinen Nachtmodus und wir haben auch keinen Weitwinkelmodus wie beim iPhone 11 Pro. Das heißt, so ein paar Kleinigkeiten gibt es dann doch, die sich hier unterscheiden bei den Geräten und die eben in diesem Preissegment nicht verfügbar sind. Trotzdem sind die Aufnahmen auf jeden Fall besser als bei einem iPhone 10 oder iPhone 8, und dafür ist der Apple A13 Prozessor verantwortlich, denn dieser kann eben die Bildinformationen besser verarbeiten und dadurch bekommen wir bessere Fotos. Und was ein sehr schöner Nebeneffekt ist, ist, dass wir jetzt trotzdem Porträtaufnahmen machen können, und zwar mit nur einer Kamera, so wie das beim iPhone 10R ebenfalls der Fall ist, und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
Ich habe ihn eben schon angesprochen, den Apple A13 Prozessor, und das ist wohl das ausschlaggebendste Argument für das aktuelle iPhone SE 2020, denn der Apple A13 Prozessor ist der stärkste Prozessor im mobilen Bereich, der aktuell von Apple angeboten wird und wahrscheinlich auch aktuell immer noch der stärkste mobile Prozessor überhaupt ist. Und das bedeutet natürlich, dass ihr vom Äußeren ein relativ altes Design bekommt, im Inneren werkelt aber ein extrem leistungsstärker Prozessor, der euch alle möglichen Aufgaben ermöglicht, die zum Beispiel auch das iPhone 11 Pro kann, denn dort ist der gleiche Prozessor verbaut. Das heißt, das iPhone SE 2020 ist verdammt schnell, egal ob ihr damit etwas exportieren möchtet, ob ihr normal damit zocken möchtet, ob ihr surfen möchtet, ob ihr mit anderen Leuten kommunizieren möchtet, was auch immer, streamen. Alles funktioniert absolut ruckelfrei und einwandfrei, denn mit diesem Prozessor hat man wirklich aktuell gar keine Probleme, was aktuellste Spiele angeht oder ähnliches. Auch Augmented Reality ist kein Problem, was die Prozessorleistung mit diesem iPhone SE 2020 angeht. Der Prozessor bietet aber noch einen weiteren Nebeneffekt, und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn man sich ein iPhone SE 2020 kauft, denn ihr bekommt extrem lange Updates, und zwar mindestens 5 Jahre. Das heißt, ihr bekommt von iOS 14, was jetzt im Juni vorgestellt wird, bis iOS 18 auf jeden Fall Updates mit dem iPhone SE 2020. Und das muss man natürlich immer so in Relation sehen zu anderen, zum Beispiel Android-Smartphones im gleichen Preissegment oder auch die zum Teil viel günstiger sind, aber bessere Specs in Anführungsstrichen anbieten, die dann aber nach einem Jahr keine Updates mehr liefern. Und das ist eben beim iPhone SE 2020 nicht der Fall. Ihr bekommt noch lange Updates und auch Sicherheitspatches, was das Gerät auf jeden Fall attraktiv macht. Neben dem Display, der Kamera und dem Prozessor ist natürlich auch der Akku sehr wichtig, und der ist beim iPhone SE 2020 auf jeden Fall in Ordnung. Also wir kommen ohne Probleme über einen Tag. In meinem Test war das gar kein Problem, das iPhone SE 2020 einen ganzen Tag durchzunutzen. Bei mir persönlich funktioniert der Akku sogar besser oder hält besser als bei meinem iPhone 10. Das liegt natürlich an mehreren Punkten. Zum einen haben wir eine geringere Auflösung und insgesamt ein kleineres Display, was natürlich weniger verbraucht. Und der Apple A13 Prozessor ist sehr effizient. Das heißt, es wird einfach weniger Akku benötigt, um die gleiche Prozessorleistung zu ermöglichen. Das heißt, das Gerät ist trotzdem sehr schnell, aber der Akku wird einfach nicht so viel benötigt. Trotzdem muss man aber ganz klar sagen, dass zum Beispiel ein iPhone 11 oder ein iPhone 10R einen viel besseren Akku hat und auf jeden Fall in der Hinsicht um einiges besser als das iPhone SE 2020 ist. Im Alltag muss ich sagen, dass der Unterschied zwischen meinem iPhone 10 und iPhone SE 2020 eigentlich nicht besonders groß ist. Wir haben auf beiden Geräten iOS installiert, und der größte Unterschied ist eigentlich, dass wir einmal Face ID haben und auf der anderen Seite Touch ID und dadurch sich eben das Display ein bisschen unterscheidet. Aber der grundsätzliche Workflow ist natürlich genau der gleiche, daher ist der Umstieg eigentlich nicht besonders schwierig gewesen. Mir persönlich gefällt auf jeden Fall ein OLED-Panel und Face ID besser, weil es einfach moderner und zeitgemäßer ist. Aber trotzdem kann ich den Reiz des iPhone SE 2020 in irgendeiner Weise schon nachvollziehen, denn man bekommt hier ein bekanntes Design, was über Jahre lang sehr gut war und sehr vielen gefallen hat und auch 2020 immer noch seine Daseinsberechtigung haben sollte. Bei mir hat der Akku bei mittelstarker Nutzung ohne Probleme einen Tag durchgehalten, und aufgeladen werden kann er dann über Quick Charging, wenn ihr extra Zubehör dafür kauft, denn im Lieferumfang ist nur ein 5 Watt Netzteil mit dabei, oder auch über Wireless Charging, was ebenfalls möglich ist aufgrund der Glasrückseite. Was die Performance angeht, kann ich mich absolut nicht beschweren. Das iPhone läuft butterweich, ruckelfrei, genauso wie es sein sollte mit dem aktuellen Apple A13 Prozessor. Für wen ist denn nun das iPhone SE 2020 etwas? Ich würde sagen, es gibt so zwei Zielgruppen. Einmal die Zielgruppe, die unbedingt iOS haben möchte, mit allen Vorteilen im Apple-Ökosystem wie AirDrop, wie AirPlay, Apple Pay, die Apple Watch und so weiter. Also diese ganzen Vorteile, der aber nicht so viel Geld dafür ausgeben möchte, denn 479 Euro ist für ein Einsteiger-iPhone auf jeden Fall in Ordnung. Ich würde eher empfehlen, ein bisschen mehr Geld auszugeben für die 128 GB Variante, und dann ist man auf jeden Fall für die nächsten Jahre gesaved, denn wie gesagt, 5 Jahre Updates gibt es mit neuen Features und vor allem auch mit Sicherheitspatches. Die zweite Zielgruppe ist auf jeden Fall die, die aktuell ein iPhone 6, 6S oder iPhone 7 hat und dieses vertraute Design einfach mag und weiterhin haben möchte, und das auch in Verbindung mit Touch ID anstelle von Face ID und vor allem auch diesem handlichen, kleineren Formfaktor.
Ich persönlich würde aktuell eher ein iPhone 10 oder iPhone 10R empfehlen. Das bekommt ihr ungefähr für den gleichen Preis, je nachdem, welche Speicherkapazität ihr wählt. Und dann habt ihr einige Vor-, aber auch einige Nachteile. Zu den Vorteilen zählt ein größeres Display, ihr habt Face ID, je nachdem, welches Gerät ihr wählt, habt ihr OLED und ihr habt eine bessere Kamera. Allerdings bekommt ihr auch einen schlechteren Prozessor und entsprechend dann weniger Updates. Das heißt, ihr habt vielleicht noch iOS 14, iOS 15 und iOS 16. Dann hört es aber so langsam auf, das heißt 2 bis 3 Jahre Software-Updates. Mit diesen Geräten, mit dem iPhone SE 2020, bekommt ihr auf jeden Fall 5 Jahre Software-Updates. Jetzt würde mich aber sehr eure Meinung dazu interessieren. Findet ihr, das iPhone SE hat 2020 noch eine Daseinsberechtigung, gerade mit diesem Design? Und würdet ihr eher das iPhone 10, 10R oder iPhone SE 2020 nehmen? Ich hoffe natürlich jetzt, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr jetzt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und vor allem bleibt gesund.